Ja, willkommen zurück bei wettanbieter.org. Heute möchte ich euch bet3000, die Webseite und das Wettangebot vorstellen. Links seht ihr wie gehabt die Auswahl der Sportarten. Da ist im Prinzip alles Wesentliche dabei. Es gibt auch diverse Randsportarten. Was nicht mit aufgeführt ist, sind zum Beispiel Sportarten, die Saisonpause haben, wie in dem Fall Eishockey. Macht die Auswahl übersichtlicher. Könnte aber denken, dass die Auswahl nicht so groß ist, wie es hätte sein können. Im Wesentlichen konzentriert sich auf den Bereich Fußball. Andere Sportarten sind unterrepräsentiert. Dafür habt ihr, wenn ihr euch nur für Fußball interessiert, eine riesige Auswahl an Wettmärkten. In Deutschland geht es bis zur dritten Liga. Es gibt noch der Supercup und der DFB-Pokal unterstützt. Der Rest der Auswahl ist lediglich Saisonwetten oder Spezialwetten. Also hier sieht die Auswahl größer aus, als eigentlich ist. Bei der Auswahl der Wetten muss ich sagen, dass sie etwas unübersichtlich gestaltet wurde. Es ist etwas, ja, nicht hart, aber unübersichtlich zu finden, welche Partien, welche Quoten hätte man etwas besser lösen können. Auswahl der Zusatzwetten ist solide, bis zu 30 Spezialwetten werden angeboten, aber auch hier sieht es etwas unübersichtlich aus, muss man sich erst dran gewöhnen. Ansonsten über unter Halbzeit, Endstand, genaues Ergebnis, Tore, Handicap, Dreiwegewette über unter etc. Ist okay. Wettauswahl, wie gehabt, klickt auf die Quote, gebt den Einsatz ein, Wette abgeben. Schon ist die Sache erledigt. Kombi-Wetten-System, Wetten können ebenfalls abgegeben werden. Gibt es keinen Unterschied zu anderen Wettanbietern. Schauen wir mal schnell rein. Kombi-Wette, Einsatz und los geht's. System, Wette genau das gleiche. Hier könnt ihr noch auswählen, wie viele Tipps richtig sein müssen. Und dann war es das schon. Gibt noch einen Matchstrecker zu jedem Spiel. Auch nicht zu jedem Spiel, aber zu den meisten Spielen. Leider auch mit unterschiedlichen Umfang. Manchmal werden Head-to-Head nicht angeboten. Auch eine Taktik. Okay, das ist jetzt vor dem Spiel. Kann man jetzt die Taktik nicht festlegen. Das zeige ich euch nachher bei den Live-Spielen. Ansonsten gibt es nicht mehr so viel zu sagen zum Wettangebot. Wie gesagt, großer Fokus auf Fußball. Der Rest geht etwas unter. Die Auswahl der Live-Wetten ist meiner Meinung nach noch etwas unübersichtlicher gestaltet. Alles, was hier in grüner Farbe dargestellt ist, sind aktuelle Wetten. Alles in Blau sind kommende Partien. Hier ist nicht wirklich leicht und schnell zu erkennen, um welche Sportart es sich handelt. Das steht immer nur in Überschrift. Die einzelnen Themen können ein- und ausgeblendet werden. Hier empfehle ich euch dringend, die Filter zu nutzen, die oben angezeigt werden. Ansonsten ist das Angebot doch schon recht unübersichtlich. Spezialwetten gibt es bis zu 20, manchmal 25. Wenn die Partie dann aber läuft, sieht es dann doch sehr mager aus. Bestenfalls 10 verschiedene Wetten. Neben der Restzeitwette über unter und der 3-Wege-Wette. Also nicht wirklich überzeugend. Schauen wir uns nochmal den Match-Tracker dazu an, den ich bereits angesprochen habe. Wie gesagt, es sind nicht immer alle Punkte verfügbar. Es gibt, ja, selbst Statistiken sind hier nicht verfügbar. Also, es hängt immer sehr, sehr vom Match ab und wie wichtig das Match ist. Das sieht bei manchen Spielen, die etwas bedeutender sind, Deutsche Liga, Englische Liga, Champions League, sieht das schon wesentlich besser aus, aber in dem Fall ist es doch schon sehr eingeschränkt. Gut, Statistik gibt es auch noch zu den Spielen. Doch schon sehr umfangreich ausgefallen. Also, wenn ihr dort ein bisschen Zeit mitbringt, könnt ihr euch wirklich drin vertiefen. Okay, ja, das soll es zu bet3000 gewesen sein. Fazit: Übersichtlichkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Wettauswahl ist für Fußball okay. Bei den restlichen Sportarten ist es doch schon sehr eingeschränkt. Bei den Live-Wetten, ja, der Match-Tracker ist ganz nett gemacht, aber
wenn die ganzen Funktionen nicht unterstützt werden. Es ist auch nur halb so gut, wie es sein könnte.